So, jetzt haben wir doch heute so ein schönes Plätzchen gehabt. Oh, herrlich am Fjord. Das war toll. Es ist zwar windig, aber es war sehr, sehr schön. Ja, heute geht's weiter. Und zwar fahren wir heute zum Hardy. Das ist auch ein Zuschauer von uns, der hat uns mal geschrieben und hat auch meine Norwegen-Videos gesehen und hat gesagt, wenn ihr mal in Norwegen seid, dann kommt ihr uns besuchen. Das sind nämlich auch Deutsche, die nach Norwegen ausgewandert sind. Und sowas interessiert mich ja immer. Und da freuen wir uns auch über so eine Einladung. Und da haben wir gesagt, weil wir noch nicht den Westen von Norwegen kennengelernt haben, fahren wir jetzt da mal hin. Eigentlich war ja geplant, gestern noch nach Bergen zu fahren, um uns die Stadt anzugucken, aber das haben wir ja wegen dem Konvoi auf der Hardanger Vidda nicht geschafft. Und da wir ja auch am Wochenende Richtung Heimat fahren, wird uns das alles zu stressig, weil die Straßen hier in Norwegen, also ich wollte hier nicht alleine fahren, sage ich ganz ehrlich. Also wir hatten gestern 2, 3 brenzliche Situationen gehabt, die so eng waren, wo ich weiß gar nicht, ob ich das hingekriegt hätte, ne? Wo du rückwärts fahren musstest, das war schon ganz schön. Das war heftig gewesen und es gibt wirklich sehr, sehr enge Straßen hier in Norwegen und da kommen auch große Autos und manchmal waren wir auf Straßen, da haben wir gesagt, wenn jetzt 2 große Wohnmobile hier kommen, die kommen hier nicht vorbei, ne? Ja. Da muss man echt so lange rückwärts fahren, bis mal irgendwo so eine leichte Ausbuchtung kommt oder so. Ist schon heftig. Das ist der Nachteil an Norwegen, die Straßen, ne? Ja, dann werden wir mal starten, ne? Bist du Startler? Klar. Na denn. Nochmal ein Blick. Ah, das liebe ich ja an Norwegen, ne? Das ist einfach so schön. Es hat ja jemand schon gefragt, wegen dem Leeren der Toilette, also des Flüssigtanks, das ist überhaupt kein Problem. Man hat, also hier in Norwegen sowieso nicht, weil da hat man überall auf den Parkplätzen und so, was heißt überall, aber oft Toiletten. Und wir hatten überhaupt gar keine Probleme, unseren Tank zu entleeren, weil wir waren immer mal irgendwo an der Tankstelle gewesen, ne? Und ja, es gibt wie gesagt öffentliche Toiletten auch in Schweden, ne? Oder wir waren halt mal am Campingplatz und haben das dort geleert. Und immer wenn wir irgend so eine Möglichkeit gesehen haben von öffentlichen Toiletten oder so, dann haben wir das geleert, ne? Und das war eigentlich, war kein Problem gewesen. Wir sind wieder mal am Tankomat. Heute kostet es nur 2 Euro. Schnäppchen. Bisschen mehr als 2 Euro, ganz wenig. Ne? Schnäppchen, sag ich dir. Du liest davon. Unser Auto, endlich. Das sah ja aus. Hilfe.
sieht wieder was. Krass. Der war ja richtig verdreckt von oben bis unten. Aber hallo, ey. Alter. Jetzt sieht er wieder schön aus, Köpfchen. Ja, hallo liebe Videofreunde, wir sind beim Hardy in, wie heißt der Ort? Zweio. Zweio in westlichen, südwestlichen Norwegen? Ja. Ja. Und es ist wunderschön hier. Oh, er wohnt total idyllisch. Und Hardy ist auch ein Camper und hat seinen Camper selber ausgebaut. Und das ist natürlich immer eine feine Sache und das wollen wir euch mal jetzt zeigen. So. Also ich darf zuerst reingehen in die gute Stube. Ja, das ist natürlich alles schön, schön wohnlich mit Holz und guck mal, schön. So, hier hast du Küchenzeile. Ja, fließend Wasser, Abwasser. Okay, unterhalb. Wie viele Liter sind das? Das sind 40 Liter Abwasser. Okay. Und Wasser haben wir 80 Liter. Ja, das ist reichlich, ja. Und hier, das, also Hardy hat das übrigens alles selber gemacht, er ist aber auch vom Fach und hat das alles selbst ausgebaut. Das ist natürlich total schön, ihr habt gleich mit so Gläserhaltung, kannst alles reinstellen. Und für die Töpfe und Tassen alles zum Anhängen, schön. Ja, und hier habt ihr das Bettchen hinten und Tisch. Genau, wird naja zum Schlafen als komplettes Bett gebaut. Ja. Hier kommt die Tischplatte im Prinzip in der Mitte rein. Okay. Die Matratze zusammengeschoben und dann hast du eine große Liegefläche von 1,80 x 1,60 x 1,70. Das ist reichlich. Ja. Und dann kann man das hier hochklappen? Ja, beide Seiten kannst du hochklappen. Okay. Du hast das Stauraum unter, Wassertank. Achso, du kannst es dann auch als Couch, Entschuldigung. Ja, als Couch kannst du es noch nehmen. Ja, das ist super, ja. Genau. Da kann man hier schön sitzen und kann essen. Ja. Wie lang ist dein Auto? 6,32 Meter. 6,32 Meter, ne? So schön, schöne Räumlichkeit hier drin. Hier oben habt ihr deinen Staufächer. Ja, für Klamotten. Ja, Klamotten. Und hier unten? Da ist einmal die Dieselheizung drin. Auf der Seite vorne ist der Gastank drin. Ja. Also eine Flasche für den Herd. Ja. Und hier? Kann man das auch aufklappen? Da vorne ist der Gas, die Gasflasche drin. Ach, da vorne, okay. Ja, und der Rest ist Wassertank und noch ein bisschen Stauraum. Ah, okay. Was habt ihr, 11 oder 5 Kilo? 5 Kilo. Ja. Was, 5 Kilo? Ach, Flasche. Ja. Okay. Und Dieselheizung? Ja. Ah, ja, das ist gut. Also Dieselheizung. Dieselheizung ist sowieso, also, wichtig, finde ich. Haben wir gerade wieder jetzt im Urlaub gemerkt. Ja. Das mit Gasflaschen, das wäre eigentlich gar nicht, wissen nicht, wie das gehen soll. Weil du hast ja auch nicht die richtigen Gasflaschen hier in Norwegen, genau. Und da zu tauschen. Ja, das ist blöd. Kompliziert. Ja, weil die kannst du nicht mit nach Hause, was willst du tauschen mit den Dingen? Das ist blöd, ja. Ja, sehr schön. Gemütlich. Ja, und hier ist auch nochmal so kleine Lichtschalt, also beziehungsweise kleine Lampen und ein bisschen ambiente Beleuchtung. Und dann ist das bestimmt richtig kuschelig hier drin. Fenster hier oben habt ihr gar keins? Oh, vorne. Ah, da, okay, alles klar. Ja. Und wenn ich fragen darf, Toilette? Ja. Hier hinter. Das ist jetzt nicht die Toilette, das ist jetzt erstmal die Kühlbox. Genau. Das ist von Dometic. Ja, die sind cool. Zweigeteilt. Okay, und kann ich mal aufmachen? Ja, warte mal. Ah, okay. Und habt ihr das, kann man auch gefrieren, ne? Ja. Ja. Und kann ich beide getrennt machen. Und das ist die gleiche nochmal? Ja, das ist eine Kühltruhe. Ach so. Ach, die ist so, ja. Ah ja, hier, super, ja.
Genial, na, das ist natürlich groß. Kann ich beide separat steuern. Ja. Ach so. Ja. Das ist natürlich auch richtig genial. Kühlschrank, Frosten, Frosten, Kühlschrank. Ja, genau. So wie man gerade braucht. Ja, das ist genial. Super. Ja, das ist schön. Sehr gut. Und hab gleich hier oben nochmal eine schöne Arbeitsfläche, wenn man kochen will. Das fehlt mir ja immer noch so ein kleines bisschen. Ich habe zwar jetzt sogar ein bisschen mehr als im in Pecolino, aber das ist natürlich hier Mods Arbeitsfläche zum Kochen. Ja. Schön. Okay, einfach ist für Geschirr. Ja. Eins für Kleinkram. Ja. Und die restlichen vier für Klamotten. Ja. Und der Rest ringsrum ist ja alles Stauraum. Und es ist ja auch recht tief. Ja. Die Fächer sind, kannst du noch mal kurz aufmachen, bitte? Ja. Die sind richtig tief. Also da passt auch ordentlich was rein. Ja. Und dann hast du hier auch noch. Auch noch mal, ja. Naja, das ist auch noch mal rein. Für Lebensmittel. Ja. So, jetzt kommen wir zur Toilette. Ja. Ja. Ah, oh ja. Mit Stauraum, ja. Auch noch jede Menge und dann habt ihr auch Trockentrenntoilette, ja. Genau, die ihr selber gebaut habt. Ja. Einwandfrei. Ja, Trockentrenntoilette, das Thema kommt nochmal im Fazit, möchten wir absolut nicht mehr drauf verzichten. Sehr, sehr, das ist super hier. Hast gleich die Tür, die du hier zumachen kannst? Ja, verriegeln? Ja, siehst du, genial. Da hat man so ein Separé. Ja. Ja, das ist ja genial. Spiegel, alles dran. Hast dein Bad hier. Und Dusche, habt ihr ja gesagt, findet draußen statt. Ja, Außendusche. Ja. So, und ihr habt ja jetzt hier die Wand dazwischen. Mhm. Habt ihr noch gelöst für Garderobe und hier oben auch noch Stauraum. Ja. Und das ist warum? Weil... Mann, in Norwegen hast du gesagt, hoppala. Die Trennwand nicht so einfach rausmachen darf. Ja. Muss 10 Jahre alt sein, das Auto. Genau, wenn man, bevor man die Trennwand. Auch wenn man es als Camper zulassen will. So bleibt ein Transporter. Ah, okay. Ja. Ja, und. Aber das ist eigentlich auch einwandfrei. Ich hätte manchmal auch gern so einen Dreisitzer vorne, habe ich schon vorhin gesagt, weil dann könnte nämlich der Hund in der Mitte liegen. Der will natürlich auch immer hoch zu uns und das geht halt nicht. Und der liegt natürlich hier perfekt. Kannst du anschnallen und dann ist gut. Und haben gleich wieder noch Stauraum für die Stühle. Ja, ach hier, ja, hier sind die Stühle drin. Ja. Stühle und Tisch. Genau. Einmal frei. Alles drin, perfekt. Mehr braucht man nicht. Ja. Und Garage habt ihr dann aber keine mehr? Cool, ach, da oben habt ihr auch noch Boxen. Ja. Und da habt ihr dann nochmal, was sind da so drin in Boxen? Was habt ihr so? Also alles Mögliche. Feuerschale, Brennholz. Ja, okay, ja. Sonnenschichten. Ja. Das ist nämlich das ist die Feuertonne. Ach, das ist die Feuertonne. Ja. Mhm. Okay. Ja, wir hatten uns nämlich unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht oder ob es zu dunkel ist, werde ich dann sehen. Wenn man mal draußen Feuer machen will, und wir haben ja auch mit Kai schon oft gesessen und Feuer gemacht, und man ist danach echt zugerußt. Ja. Also das ganze Wohnmobil, alles riecht, die Klamotten, die Haare, alles stinkt. Das finde ich nicht so schön. Und der Hadi hat gesagt, die ist irgendwie anders aufgebaut. Du hast noch eine Belüftung da unten, genau. Oder? Ich gehe mal hier ran. Und da zieht der Qualm nicht so nach oben, ne? Die verbrennt ganz sauber. Ganz sauber. Weil sie heiß verbrennt. Feine Sache. Und dann räuchert man auch nicht so ein. Lange nicht so. Ja. Und da habt ihr dann nochmal, das kann man aufmachen, oder wie? Nee, klappst du hier hinten hoch. Ach, das klappst du hoch? Ja. Und dann hat man da unten nochmal so, ja, wo du Sachen reinpacken kannst. Wassertank. Ja. Einwandfrei. Und dann gleichzeitig als Rückenlehne für die Couch nutzen. Ach, das kann man dann einrasten? Ja. Ja, genial. Kommt dann so weit hoch und dann kannst du als... Dann kann man das ausklappen und dann könnt ihr richtig so, habt ihr so eine Liege. Ja, also Couch. Als Rückenlehne, ja. Also ist ja auch cool. Ja, die Idee ist natürlich super. Ja, super, sehr schön. Also sieht sehr, sehr schön aus. Sehr wohnlich, sehr gemütlich, schönes Ambiente, toll. Hm? Hast du super gemacht. Danke. Und hier ist, auf der anderen Seite ist der Auslass, hat der Hadi gesagt, für die Trockentrenntoilette. Also er braucht nicht von innen leeren, sondern nimmt das einfach dann hier raus. Ja. Ja. Ah, wunderbar.
Jetzt nicht von oben. An alles gedacht. Ja, wenn wir zwei Türen haben. Ach, stimmt. Das fällt mir ja jetzt erst auf. Du hast ja zwei Türen. Das wird ja bei uns gar nicht gehen. Ach, so weit habe ich gar nicht mitgedacht, siehst du? Ja, wir sind jetzt noch ein bisschen unterwegs. Wir wollen mal hier so das Umland ein bisschen noch erkunden. Der Hadi hat uns gesagt, es gibt hier so ein Beginger-Dorf. Das wollen wir uns mal anschauen. Und dann noch zu so einem kleinen Städtchen fahren, was sehr schön sein soll. Ja, wir sind echt froh, dass wir hierher gefahren sind, die Tour, weil es einfach auch nochmal so eine ganz andere Ecke von Norwegen ist, die wir noch nicht kannten und die auch wunderschön ist. Also es ist traumhaft schön hier, die Ecke. Von daher war das echt lohnenswert,